So, jetzt kann es losgehen. Hallo und willkommen heute zum nächsten Video. Um das Thema soll es sich handeln. Um welches Thema handelt es sich heute? Wir müssen dringend den Wein schneiden. Ich habe es die ganze Zeit noch nicht getraut, also das vorzunehmen. Aber die Weinstöcke, wenn die halt so sehr auf der Seite rausragen, muss ich handeln. Und das werden wir zusammen machen. Und erstmal willkommen. Ich bin der Parfümliebhaber und Exotik-Kanal. Und ja, also es macht mir super Spaß und Freude und Leidenschaft, den Garten zu bearbeiten, würde ich mal sagen. Und lange bin ich schon hier? Ich bin seit 2017 auf YouTube unterwegs und man entwickelt sich die ganzen Jahre, wo man hier ist und zu Hause immer und immer weiter. Und ich habe auch gesehen, ich sah auch vor 6 Jahren ganz anders aus als heute. Heute bin ich ein selbstbewusster junger Mann, der sich halt mit vielen Themen auseinandersetzen möchte, genau. Und halt mit euch Sachen angeht, was ich normalerweise nicht so viel mache. Und es geht halt, wie gesagt, darum, den Weinstock zu beschneiden. Ihr werdet das gleich sehen, wie stark der am Auswachsen ist. Und dann gehen wir mal dahin. Gehen wir mal hin, da kann ich euch schon mal zeigen, der Problemfall. Ich weiß nicht, ob man das hier gleich schon sehen kann. Hier, also kann man sehen, dass die Weinstöcke deutlich in mein Beet reingehen. Mein Beet ist ja nicht groß, aber ich kümmere mich darum, dass das Beet halt auch genug Licht bekommt, dass die Baumwollpflanzen von den Weinen nicht eingedunkelt werden. Das ist mir sehr, sehr wichtig. Und den Weinstock hat er mir erklärt, eine Kollege, kann man immer ein Blatt vor den Blüten dran lassen, damit da keine Verbrennung einsetzt. Und dann schneiden wir die Weintriebe ab. Und das werden wir jetzt hier überall mal machen. So. Ich hoffe, ihr könnt das auch sehen. Die hier, die alle außerhalb wachsen, die werden wir jetzt mal zurückschneiden. So, dann hier auch. Und so schneiden wir die Ranken nach und nach ab, damit man alles gut sehen kann. Also immer ein Blatt nach der Blüte darf man dran lassen, habe ich jetzt gerade gelernt. Und das setzen wir jetzt mal einfach mal in der Tat um. Und hier auch. Sehr schön. Ja, da kommen einige Rankentriebe zusammen. Hier schleichen sich auch neue. Da werden wir auch mal handeln müssen. Sonst wächst der Wein mir alles zu. Ja, man muss hier immer jetzt gut für, also schaffen, dass es halt immer. So sieht das ungefähr so aus. Gucken wir mal. Ja, gut, eine Blüte habe ich außerdem abgenommen, ist aber nicht ganz so tragisch. Also viel Wein, ich will ja nicht unbedingt ganz viel Weintrauben ernten, ich will Baumwolle ernten. Genau. So, jetzt gucken wir uns mal die inneren Triebe an. Also ja, ist schon eine coole Sache hier, wenn man hier so das mitbekommt. Es ist enorm, also was das für eine Blattmasse vom Wein geworden ist, ist nicht zu unterschätzen. Also ich unterschätze hier nichts mehr seitdem. Also ein gutes Wachstum ist ja eigentlich nicht schlecht, aber in dem Fall ist es zu viel. Aber gut, lassen wir uns nicht beirren. Lassen wir uns also nicht beirren. Schneiden wir mal in Ruhe weiter nach.
Nach und nach. Ich werde mal das Wachstum jetzt erstmal stoppen. Also ich gebe mal mein Bestes, damit es hier auf der Seite nicht noch stärker herauskommt. Und hier müssen wir besonders handeln. Ich weiß nicht, ob man das hier besonders gut sehen kann. Also hier halt müssen wir ran. Wenn ich jetzt nicht reagiere, würde er mir über die Decke wachsen. Und das ist schön. Also es ist ein gutes Zeichen, dass mein Garten halt super gesund ist. Also wenn das so gut funktioniert. Aber ich muss auch sehen, dass es halt nicht überhand nimmt. So. Ja, ist schon cool alles soweit hier. So, mal gucken. Hier ran. Ja, so ein Wein ist nicht zu unterschätzen. Der hat schon eine immense Power, was ich hier auch eingestehe. Das ist schon nicht ohne. Und das Ding ist, der wird nicht aufhören. Der wird hier versuchen, weiter sich rauszuwachsen. Das ist schon krass, ja, dass der hier an Blattmasse dazu gewonnen hat. Ja, eigentlich immer ein sehr gutes Zeichen. So. Wenn man handeln muss, dann muss man handeln. Dann bleibt einem nichts mehr übrig. Also anderes übrig, als das auch zu machen. Schon krass, ja. Es ist unnormal, also wie gut das jetzt dieses Jahr so rauswächst. Na gut, unnormal kann man das nicht sagen. Ich muss aufpassen, jetzt hier kommt der Schokoladenwein. Der kommt nämlich auch raus. Gut, dass ich eigentlich ihn auch schneide. Dann müssen wir es. Wir müssen den Schokoladenwein erstmal abbinden, der will nämlich hier noch rauswachsen. So. Ja, die Triebe, die Jungen vom Schokoladenwein müssen wir aufpassen. Die will ich nämlich jetzt nicht verletzen. So. Den Wein haben wir einigermaßen gut jetzt gedämmt. Er darf halt nur nicht jetzt ins Beet reinwachsen, das ist ganz wichtig. Ja, schon krass, ja, genau. Also sieht er jetzt aus, geschnitten. Damit haben wir ihn jetzt unter Kontrolle bringen können. Einigermaßen.
Ja, unmöglich hier. Das ist nicht wenig, also. Ich würde das gerne verinnerlichen. Also, das ist schon für einen Weinstock. Also, ein großer Weinstock reicht aus, um sowas zu produzieren. So, kommt in meinen Kompostdünger. Gucken wir mal. Ich überlege, die Maulbeere werde ich wahrscheinlich erst beschneiden. Ich werde ein paar Maulbeerblätter auf jeden Fall reinlegen. Ich habe jetzt die Eier von der Seidenraupe bekommen. Da werde ich welche mitnehmen. Aber hier, da muss ich eingreifen. So. Weil ich sehe, der Schokoladenwein wächst dieses Jahr deutlich besser als das Jahr davor. Genau, und ich werde Maulbeerblätter dann halt mitnehmen. Wollte ich halt sagen. Ja, ich komme noch hinter, was ich sagen wollte. Ich werde aber hier nochmal auch eingreifen. Eingreifen, genau. Was wollte ich nochmal sagen? Also das Bild haben wir jetzt, der Wein steht einigermaßen gerade jetzt. Also Baumwollpflanzen geht soweit ganz gut. Und jetzt weiß ich, ich wollte sagen, ich nehme einen Ast Maulbeerblätter mit zu Hause und lege sie mal rein und ich werde mal den Deckel verschließen, damit die Blätter nicht austrocknen. Das ist für mich jetzt ganz wichtig. Genau, aber das mache ich erst, wenn ich dann auch wirklich jetzt den Garten verlasse. Ich hoffe, euch hat das Video ganz gut gefallen und wir sehen uns in einem der aufregenden und spannenden Videos mal wieder. Bis dahin, euer sozusagen Nico vom Parfümliebhaber und Exotik-Kanal. Ciao, ciao. Und es geht immer weiter. Ich werde dieses Jahr so viele produktive Videos produzieren, damit ihr das sehen könnt. Alles kommt einiges zusammen.